Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Car-Mechanic Simulator. So, bin unter den Mexikanern gegangen, ja. Ah, Frischluft. Wir waren erst an der frischen Luft. Bei der Auktion, da bin ich auf dem Kohle los geworden. Mag gar nicht zurückdenken. Alter, für den letzten einfach mal 60.000 oder sowas. Das muss ich alles nicht wieder reinkriegen. Die Kiste, das kriegt niemals rein, glaube ich. Weil die Teile waren eigentlich schon recht gut. Ich sag mal, wenn ich den noch ordentlich tune oder so. Au, das wird echt wehtun, ey. Aber wir müssen den kleinen Flitzer erstmal noch fertig kriegen. Was gibt's denn heute für Aufträge hier? Das ist eine Mazda. Der hat was mit der Schaltung und ja, nehmen wir mal mit. Guten Tag, Mazda. Aber wie hieß der Film? Mazda, Mazda? Wie hieß der so? Der war ganz cool. Ist auch schon älter. Der da in seine Schuhe pisst und so. Da wird's ja total ab. Da wird sie sich einlaufen, die Schuhe. Oh Mann. Hat er als Tipp bekommen, ein super Tipp. Okay, ein super Tipp. Der ist auch wirklich noch reingefallen drauf. Ja, Mazda, Mazda hieß der Film, glaube ich. Okay. Ja, Getriebe, wie gesagt, muss man rausnehmen. So, Kumpel. Vielleicht habe ich auch so ein Getriebe noch da, ich weiß nicht. Ein paar Getriebe habe ich ja da. Könnten wir Glück haben. Das kommt mal weg. Dann haben wir hier den Ausrückler. Muss ich gucken, ob ich da noch einen da habe. So, ich gucke hier mal rein. Die sehen alle gut aus, okay. Das Schwung, ja, sieht auch gut aus. Ne, gut. Dann kommst du wieder drauf. So, dann gucken wir mal nach Ausrückler und Getriebe. Wir haben jetzt Getriebe der V8 CG. Hier. Müsste der sein. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das der sein. Und Ausrückler. Da müssen wir ins Ersatzlager 1. Wir hatten alles da. Na, was sagt man denn dazu? Ist ein Traum, ist das. Ausrücklager rein. Und das Getriebe drauf. Weiß gar nicht, das Getriebe war auch kaputt. Ne? Das können wir nicht mehr reparieren, glaube ich. Es war rot. Wäre natürlich immer schön, wenn man das noch reparieren könnte. Aber in dem Fall war es rot, glaube ich. Jo. Rot, rot. So, das ist alles fertig. Tausche, repariere. Kotflügel vorne, Kotflügel vorne rechts. Einmal dich, können wir reparieren. Einmal dich, können wir auch noch reparieren. Rücklicht links, Rücklicht rechts. Scheinwerfer vorne, links. Das müsste vorne. Stoßstange brauche ich auch. Ja. Scheinwerfer vorne links. Oder war das rechts? Scheinwerfer links. Tür vorne rechts. Türscheibe vorne rechts. Tür. Gut, gucken wir mal, was wir repariert bekommen. Kostet ja gar nichts, die Reparatur. Und tatsächlich hatte ich bei der einen Folge, wo wir in den Scheunen waren, danach habe ich ja noch die Teile repariert und so. Da war wirklich ein Teil dabei, das kam
pro Reparatur einfach mal 1500 Credits. Ich glaube, das war irgendwas mit Aston Martin, glaube ich. Und dreimal dürft ihr raten, dieses Scheißteil ist natürlich erst nach dem dritten Mal reparieren komplett vollständig ganz gewesen. Also es hat mit den 60% nicht geklappt. Ich musste das Teil dreimal reparieren. Also war ich glaube ich, bei, ja, 5000, fast 5000 Credits nur für das eine Teil zum Reparieren. Da habe ich mich schon mal in den Arsch gebissen. 5000 Euro für ein Teil, da weißt du Bescheid. Okay, das ist ganz komisch geklippt hier. Das sieht merkwürdig aus. Aber okay. So, wir bringen mal die Teile an hier, die wir anbringen können. Die wir repariert haben. Ich habe bestimmt den Spiegel wieder repariert, war. Na, freilich. Gibt es immer kostenfrei bei mir, keine Ahnung. Weil ich immer nicht aufpasse. Scheinwerfer, natürlich. Ja. Ja, es ist so nervig. Kurzflügel brauchen wir nicht, Kurzflügel brauchen wir nicht. Rücklicht, ja. Ja. Stoßstange brauchen wir nicht mehr. Scheinwerfer, ja. Türscheibe, ja. Tür vorne rechts brauchen wir auch nicht. Okay. Dann sollten wir schon alle Teile haben. So. So. Hat er keinen, der hat gar kein Dings drauf hier. Okay. Soll mir recht sein. So, fertig, Kumpel. Ach, ich schon wieder der Anlasser. Ich hasse mein Leben mit diesem scheiß Anlasser immer. Komme ich da ran, ja. Wenn ich mich ein bisschen verbiege hier und da komme ich schon ran. So, ja, ist der Anlasser wieder. Sonst wird das nichts mit wegfahren, ne? 4200 hat sich überhaupt nicht gelohnt. Frechheit. Ja, dann komm mal her, Kumpel. Was hast du denn auf dem Herzen? Oh, ein kleiner netter Flitzer hier. Ein Auto Tuto. Ein Auto Tuto. Labettino. Wer kommt auf solche Namen, Alter? Ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Auto gibt. Ah, weder in Spanien noch in Italien, das glaube ich nicht. Oder gibt es das? Nee, gibt es nicht. Oh. Ah, herrlich. So, jetzt gehen wir auf die 1, bitte. Ich glaube, da war jetzt viel zu machen hier bei dem Auto. Ja. Lass uns mal gucken. Der Motor macht seltsame Geräusche. Ja, toll. Gut. Dann einmal rauf. Dreckige Brühe hier. Tschüss. Motor macht seltsame Geräusche. Also, wir haben auf jeden Fall hier das Lenkgetriebe. Das schon mal kaputt. Dann haben wir hier das Steuergerät ist im Eimer. Der Filter ist auch hinüber. Hier haben wir noch eine Umlenkrolle. Ja, das ist schon mal das, was ich hier sehen konnte. Wir gucken mal durch. Ja, bis auf ABS Steuergerät, das habe ich auch schon gesehen, das ist alles in Ordnung. Nockenwelle, müssen wir von oben ran. Unten brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Es sei denn, es ist ein Deckel kaputt, aber das
Glaube ich fast gar nicht. Na, ah, sieht auch gut aus. Gehen wir mal alles durch hier. Alles supi. Die Sportreifen sind alle noch super. Da gibt es gar nichts, sogar aber 100% zum Teil. Das ist natürlich schon nice. Dann kann ich auch noch äußerlich gucken. Ist aber schön, alles noch gut. Umlenkrolle, ja, die habe ich schon gesehen. Ansonsten wirklich schick, ne? Okay. Gut. Ne, runter wollte ich dich eigentlich gar nicht. Wollte ich nach oben fahren. Sattel. Sattel, Bremsscheibe. Achso, da muss ich die Teile nochmal neu eintragen. Mist. Du kommst raus. Ich muss dich leider auch eintragen, weil du kaputt bist. Radlager kann ich gerade nicht sagen. Doch, ist auch 100%. Das haben wir auch schon gesehen. Okay. Gut, dann kommst du wieder rein. Nope. Wie siehst du aus? Ich würde fast sagen, dass alles gut. Oh, warte mal. Hat der aber da unterschiedliche Reifen? Ich hoffe nicht, du. Noch ein Bremssattel und die Dings auch? Ne, die ist in Ordnung. Bremsbelag ist okay. Ansonsten, das ist auch okay. Radlager sieht gut aus. So, die tragen wir jetzt nochmal ein, weil die habe ich leider rausgeschmissen. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Hier, das auch nochmal raus. Rein, so. ABS Steuergerät, Bremssattel, ja, die habe ich alle gefunden. Wahrscheinlich auf der Seite hier auch noch. Ja, das ist ja, ja. Bremsbelag. Bremsbeläge im Eimer. Das wären die Teile. Und hier müsste ich eh rausbauen. So, da kommst du mal runter. Dim, dim.
Gut. Ja, wir müssen ihn leider aufmachen. Da sitzt sie. Das ist die Umlenkrolle. Ja, da müssen wir jetzt hier komplett ran. Und ich sehe ja nichts. Riemenspanner. Der alte Spanner wieder. Der sieht noch gut aus. Die Umlenkrolle ist hinüber. Achso, da müssen wir komplett ran da. Oh ey, das geht mir auf den Sack hier. Ich sehe ja nicht viel. So. Darf ich dich jetzt mal entfernen? Dankeschön. So, dann ist die Nockenwelle raus. Das sind noch mehr Teile im Motor. Ich muss kurz niesen, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe mich gemutet. Doch, ich habe mich gemutet. Ah! Meine Güte. Ja, das kann dann doch unten alles Mögliche sein. Getriebe würde extra aufgelistet werden, aber Getriebe hat er nicht. Brems, Rück, Rear, Karosserie. Es muss also irgendwas mit diesem blöden Motor zu tun haben hier. Ich würde erstmal unten gerne reingucken, bevor ich jetzt oben aufbaue. Bevor ich da alles abmache, gucke ich mal unten rein. Der sieht kaputt aus. Jo. Kolben mit Pleu, die waren alle in Ordnung. Auch die Ringe waren in Ordnung. Den Check-up haben wir gemacht. Ansonsten würde ich fast sagen, die sehen alle gut aus. Mal doch oben abbauen. So. Also unten ist alles gut. Könnte Öl. Der Luftfilter könnte sein. Naja, der ist auch gut. Sieht die Lüfterzarge aus? 100% ist auch tippitoppi, das ist auch in Ordnung. Auch er sagt ja Motor. Ja. Gut, ja, dann müssen wir aufmachen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was es ist. Gut, ist gut. Die Zinsspulen sehen alle gut aus, würde ich fast sagen. Kann auch Zündkerze sein. Aber Zündkerzen haben wir, glaube ich, auch überprüft. Die waren auch gut. Ah. Also schön, was hast du? Was ist mit dir?
Können auch nur irgendwelche Deckel sein oder so. Das ist ja das Blöde. Ich gucke jetzt gleich trotzdem mal dann Dings rein. Weiß ja nie so genau. Ich doch hier noch so einen irgendeinen Teil. Wasserpumpe sieht aber auch gut aus. Ist alles schick? Was soll das noch sein hier? Ein Teil fehlt noch. Ein Teil. Wie gesagt, Zündkerzen waren alle gut. Also was ist mit dir? Wo hast du deine... Wo hast du deine Schmerzen? Das hier ist ja nichts mehr. Ich kann nicht sagen... Alles gut, Batterie ist gut. Hat auch kaum was mit dem Motor zu tun. Aber das ist doch nicht das Getriebe. Das wäre ja was. Würde ja extra anzeigen. Und die Kolben mit Pleuel, das war alles super, oder? Ich habe es unten tatsächlich wirklich übersehen, dass unten doch noch scheiß Lagerdeckel war, der kaputt ist. Ach, das ist doch das scheiß Schwungrad. Gibt's ja nicht. Hätte ich gedacht, da zeigt das für das Getriebe an hier, aber... Nö. Nö, nö. Gut, dann haben wir ja alle Teile gefunden. Sehr gut. Schwungrad ist fertig. Kurbelwellen Lagerdeckel haben wir fertig. Die Nockenwelle, war die total kaputt? Geh mal ganz kurz gucken. Nee, hier ist sie doch. Müsste sie sein, wa? Ach komm. So. Jo, dann ist die wieder wie neu. Die sind echt richtig gut noch erhalten, ey. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns irgendwie hier wieder runtermogeln. Nockenwelle fertig. Bremssattel brauche ich zweimal. Habe ich zufällig noch Bremssattel? Irgendwo. Jo. Zweimal Bremssattel. 87.
Reicht das? 87er? Ich brauchte, glaube ich, einen. Brauchte ich auch von dem? Na, shit, reicht nicht. Ich doch neue nachkaufen. Bremsbeläge 91. So, muss ich gucken. Warte mal, ich muss mir das mal ankreuzen hier. ABS ist klar. Ich muss bloß wissen, welche das sind. Da drüben will der Bremssattel. Okay. Na gut, das ist eh egal. Ich habe eh bloß hohe Teile. So. Dann ist das schick. Bremssattel hat sich erledigt. Bremsscheibe. Bremsscheibe haben wir eine. ABS-Steuergerät. Ich glaube, davon habe ich nichts mehr. Zehner. Ach so, ich bin ja nicht im Dings. ABS-Hydro-Gerät habe ich noch, aber den brauche ich nicht. Brauche den. Ölfilter muss neu. Ein Lenkgetriebe. Nee, geht. Leider auch gar nichts da. Umlenkrolle B. Das macht sich leider immer alles. Umlenkrolle Typ B. Und Bremsbeläge. Habe ich das schon? Ja, die habe ich schon rausgenommen, aber die war eh nicht gut genug, glaube ich. Da komme ich eh noch nicht ran gerade. Dann mache ich erstmal das fertig. So. Richtet da seine Teile alles fertig und dann. ...88% und die hatte auch 88%. Oder? Ja, ich habe nur noch das Lenkgetriebe und die Umlenkrolle. Ja, okay. Massig Schrauben. Oder macht er alles noch per Hand hier, der Kumpel? Umlenkrolle, aber ne, warte mal. War das die kaputte Umlenkrolle hier? Ne, ich glaube nicht. Doch, es ist die kaputte. Okay, dann kommt da die 100% drauf. Dann haben wir hier noch eine Umlenkrolle Typ A. Ah, die passt schon. So. Ich komme hier noch nicht ran. Anlasser können wir aber schon mal setzen. Boah, ich den wieder vergesse nachher. Und dann einmal hoch, bitte. Blup. So, wir haben 255, 35, 19, 35. Ja, alles dieselben, okay.
So, einmal du. Vorstangenkopf. Und dann du wieder. Sehr gut. Da. Ach ja, der blöde Ölfilter fehlt ja auch noch. Ach. Ja, aber das habe ich doch für... Habe ich das nicht gerade probiert und es ging nicht? Nee, doch, es geht. Es ging nur nicht, als er unten war, stimmt. Oh ja. Dann wieder runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hier ist nämlich auch noch nicht fertig. So, der alte Spanner wieder dran. Und ich glaube, da soll es jetzt gewesen sein, glaube ich mal. Ja, sieht ganz danach aus. Gut, dann können wir dich jetzt mal kurz auffüllen. Okay. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Bremssattel, genau, das ist für hinten. Das wäre hier. Da kriegst du eine neue Bremsscheibe drauf. Du bleibst so, wie du bist. Und hier gibt es den neu drauf. Okay. Damit sollte es da keine Probleme mehr geben. Genau, hier war ja nichts. Repariere Karosserie. Und was soll noch? Tuningwert, okay. Bremsflüssigkeit wechseln. Servolenkerflüssigkeit, Wischerflüssigkeit. Alles wechseln, oder? Jo. Boah, ja klar. Aber die sieht doch gut aus hier. Ach, Kühlmittel will er gar nicht, wa? Nee, Servo, Brems, Wischer, okay. Hätte mich jetzt gewundert. Also nur dich. Dann haben wir hier einmal dich. Und einmal dich. So, dann füllen wir das so schnell auf. Passt. Das gute Brake Fluid von Motüre. Von Motüre. Das passt. Und dann ein bisschen Servoöl hier. Bisschen Blut. Jo. Na, okay. Das erledigt. Erreiche Tuningwert. Ja, dann hat man hier die Drosselklappe. Alternativ können wir aber auch hier unten das nehmen. Ich weiß nicht. Kurzen Moment eben. Na, ich gehe mal hier mal hier drauf. So. Okay. Ja, dann nehmen wir die einfach mit rein und die einfach mit rein. Die kaufen wir im Tuning Shop. Da haben wir schon mal 4%. Dann haben wir noch. Wo ist es? Ich habe doch eben noch die Drosselklappe. Ach so, ich muss nach oben scrollen. Alles klar. So.
Ich wollte schon sagen, die Drosselklappe ist weg. Ah, aber 5%. Müsste da, glaube ich, aber schon reichen, wa? Jo. Alles klar. So, was willst du denn? Kotflügel vorne rechts. Motorabdeckung. Die habe ich ja schon. Habe ich die schon im Inventar? Nee, nur für den Ford. Hinten, ne? Nee. Motorabdeckung? Ist doch nicht die Motorhaube damit gemeint. Hast du deine Motorabdeckung? Wartet mal. Geh mal ganz kurz gucken hier. So, dich und dich. Motorabdeckung? Will er die neu? Aber ich habe keine Motorabdeckung hier für die Karre. Motorhaube, ja. Motorabdeckung. Es gibt doch aber gar keine Motorabdeckung. What the fuck? Heckklappe. Ach, da ist die Motorabdeckung. Wow, gar nicht gesehen. Scheinwerfer links, Tür vorne rechts. Scheinwerfer links. Ja, aber die muss ich mir ins Inventar legen, glaube ich. Tür vorne links. Motorabdeckung. Die ist fertig und die Tür. So, dann ist das wie neu. Ja, die müssen wir machen. Rücklicht links. Die noch voll Drosselklappe, bla bla. Ah, das sind wieder getunte wahrscheinlich hier. Karosserie-Tuning? Nee. Scheinwerfer links, warte mal. Der ist da. Fertig. Ach, der hat doch wieder unterschiedliche Räder. Du willst mich da verarschen? Ich hab da extra geguckt. Oh. Das gibt's doch nicht. €55, €35, €19. €19, €35, €19. Ach hier, 315. Oh. So. 315, 315. Die gebe ich dann von vorne und dann nehme ich die hier von hinten. €255 muss das sein. 315, hier.
Habe ich vorhin doch nicht richtig geguckt. Ich habe echt gedacht, die sind alle gleich, aber es waren sie doch nicht. Hab extra noch so dran gedacht. Aber völlig sinnlos. Boah, willst du dich jetzt bewegen? Danke. 11.000. Naja, da haben wir ein bisschen Geld wieder gut gemacht. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.